Menschen fördern, Ideen verwirklichen und Zukunft stiften. Das lebt die Bonner Universitätsstiftung nun seit 10 Jahren. Ein Grund zum Feiern. Und wer genau ist denn nun die Bonner Universitätsstiftung? Die Universitätsstiftung ist die Möglichkeit für Bürger, auch die Wissenschaft zu fördern. Wir sind sonst gewöhnt, dass Kultur, Wissenschaft, Kunst staatliche Angelegenheit sind. Sind sie aber nicht. Das sind Bereiche, in denen wir uns als Bürger auch engagieren können und müssen. Und die Universitätsstiftung ist eine Möglichkeit, eigene Zwecke zu setzen, die man gerne dauerhaft verfolgt haben möchte. Und deshalb haben wir damals die Universitätsstiftung gegründet, um dafür sozusagen ein Gefäß zu haben, wo diese Initiativen gesammelt werden könnten. So zählt heute auch Dr. Gabriele Erkelenz zu den Stifterinnen unter dem Dach der Bonner Universitätsstiftung. Ich hatte schon den Gedanken an eine Stiftung, aber erst als ich feststellte, dass es die Bonner Universitätsstiftung gibt und als ich dann noch Kontakt mit ihr aufnahm, war für mich der Entschluss klar, du willst eine Stiftung gründen. Heute ist die Bonner Universitätsstiftung Treuhänder der Dr. Klaus Erkelenz Stiftung und erledigt weitgehend die vielfältigen Verwaltungsaufgaben, die damit verbunden sind. Sie macht das mit viel Engagement und Sachkenntnis, ich würde sagen, einfach faszinierend. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Einmal im Jahr zeichnet die Dr. Klaus Erkelenz Stiftung hervorragende Nachwuchsleistungen aus. So wird auch die Arbeit des Wissenschaftlers Klaus Erkelenz in Ehren gehalten und immer wieder an ihn erinnert. Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Motivationsfaktor für Stifter, das ist völlig klar. Das ist aber auch gewährleistet, weil man in der Universitätsstiftung, die man sich als so eine Art Schubladenstiftung vorstellen muss, in der sind bereits jetzt viele Schubladen vorhanden mit Geld und Zwecken und einem Namen des Stifters. Und Zweck, Geld und Name können auf Dauer verbunden werden, sodass immer klar ist, wer diese hochherzige Idee gehabt hat. Wissenschaftsförderung ist also ein wirklich wunderbares Ziel. Und selbst in Zeiten niedriger Zinsen ist ein Beitrag für unser aller Zukunft sehr sinnvoll. Was aber immer möglich ist, ist Nachwuchsförderung. Und was auch möglich ist, ist Wertschätzung auszudrücken, indem Preise aus den Erträgnissen generiert werden sollen. Das schreiben viele Stifter vor, um damit vor allen Dingen auch Nachwuchswissenschaftler auszuzeichnen. Nachwuchsförderung ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Dr. Jörg Bebersdorf zählt zu denen, die über die Bonner Universitätsstiftung den Nachwuchs unterstützen. Er hat selbst die Erfahrung gemacht, in jungen Jahren gefördert zu werden. Ich habe früher bei Jugendforscht mal teilgenommen und anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hatte ich dann mal gefragt, wie kann man sich da engagieren. Und dort wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Universität Bonn ja mittlerweile den Regionalwettbewerb hier für den Rhein-Sieg-Kreis ausrichtet. Und aufgrund eben des öffentlichen Charakters zum Beispiel die Reisekosten den Teilnehmern nicht erstatten kann. Und das habe ich dann vor 3 Jahren begonnen eigentlich hier zu machen und kam dann in Berührung mit dem Deutschlandstipendium. Heute fördert Dr. Bebersdorf 3 Studenten im Programm des Deutschlandstipendiums. 2-mal im Jahr trifft er die jungen Studierenden, wenn Förderer und Geförderte in die Uni eingeladen werden. Ja, für mich persönlich ist der Unterschied für viele Leute, die das deutsche Stipendium bekommen. Ich habe halt auf der einen Seite die Möglichkeit, mich ehrenamtlich zu engagieren und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, mich voll und ganz auf mein Studium zu konzentrieren, mich akademisch weiterzuentwickeln. Manchmal geht es den Stiftern der Bonner Universitätsstiftung nicht um direkte finanzielle Förderung. Unter ihnen sind auch Freunde der Kultur und der Wissenschaftsgeschichte. Und so fördern sie die Sammlungen und Museen der Bonner Universität. Uns wird nicht nur Geld zugewendet, sondern gelegentlich auch Gegenstände, Sammlungen. Der Sammler hat ein natürliches Interesse daran, dass sein Bestand zusammengehalten wird und mit seinem Namen verbunden sichtbar bleibt. Das können wir gewährleisten. Wenn das unsere Bestände ergänzt,
wenn das hochqualitative Sammlungen sind, sind wir darüber natürlich sehr dankbar. Und wie sollte es jetzt am besten weitergehen? Natürlich wünscht man sich, dass sich die Grundidee der Universitätsstiftung noch stärker in der Bonner Bürgerschaft herumspricht, dort rezipiert wird und mehr Bonner Bürger darüber nachdenken können, ob sie nach ihrem Ableben ihr Geld nicht für einen solchen Zweck widmen wollen. Ad multos annos.